Koffer hatte ich die schon? Weiß ich doch nicht. Und die da? Tja, Welchen nehme ich denn jetzt? Na? Oh, die Erdbeere. Ja, und ich weiß genau, wo die andere liegt. So? Nee, eben war sie doch noch. Na, wo ist sie denn nun? Oh. Gleich hab ich sie. Rudi, kannst du mir mal schnell den Lappen geben? Jetzt nicht. Ich muss noch die zweite Erdbeere finden. Rudi, bitte schnell. Aber ich hab sie schon fast. Du kannst ihr den Lappen ruhig bringen. Das ist mein ganzes Muster hin. Fräulein Siebenstein? Hallo? Fräulein Siebenstein? Hier bin ich, Herr Dombrowski. Ach ja. Ich hab da was. Da sind ein paar Sachen drin, die brauche ich nicht mehr. Ich räume gerade meinen Keller auf. Dann habe ich mir gedacht, vielleicht ist das was für Sie. Sie können es ja in Ihrem Laden verkaufen. Ja, danke. Nicht der Rede wert. Was ist denn da drin? Ich gehe dann wieder runter in meinen Keller. Da steht dann noch allerhand, nicht zu glauben, was ich so alles ansammle in seinem Leben. Na, der hat's aber eilig. Siebenstein, mach mal auf. Vielleicht was für mich drin. Pah, alles alte Sachen. Guck mal, ganz alte Schlittschuhe. Da bekommt man nicht viel für. Ein Auto. Damit hat er wahrscheinlich schon gespielt, als er noch ein kleiner Junge war. Da ist aber ein Rad ab. Tja, altersschwach. Ein Halstuch. Ein gelber Lappen. Das ist ein Pfadfinder-Halstuch. Pfadfinder? Was soll denn das sein? Pfadfinder finden Pfade. Na, versteckte kleine Wege im Wald. Ja, aber das ist längst nicht alles. Ich bin natürlich auch ein ganz toller Finder. Und versteckte Wege, die finde ich erst recht. Guck mal. Wir wollten doch Memory spielen. Wo bist du? Rudi! Rudi? Ja, ein versteckter Pfad. Boah, sogar einen Tunnel habe ich gefunden. Wo bist du? Hier bin ich. Oh. Rudi? Ein Pfadfinder. Dann kriege ich jetzt aber auch das Tuch. Pfadfinder finden natürlich nicht nur Pfade. Wieso? Was denn noch? Erzähl mal. Also, wenn du's genau wissen willst, es ist schon eine ganze Weile her. Aber wenn ich mich recht erinnere, dann ist es so gewesen. Es war im Jahre 1909 in England, als eines der ersten großen Pfadfinderlager stattfand. Der Koffer und Andrew waren extra dafür aus der Stadt angereist. Andrews Eltern waren überzeugt, dass das Leben in freier Natur genau das Richtige für ihn sei. Nur Andrew war sich gar nicht so sicher. Das wird bestimmt aufregend. Schau nur, wir lagern direkt am Wald. Das wird nachts sicher stockduster. Guten Morgen, ihr seid also die Neuen. Herzlich willkommen in der Eulensippe. Ich bin Edward, der Sippenführer. Andrew. Und der Koffer. Ihr schlaft hier. Direkt auf dem Boden? Na klar, was denkst du denn? Ah, da kommt ja schon Tom mit deiner Tracht, Andrew. Herzlich willkommen bei den Eulen.
Oh, für mich? Ja, zieh sie schnell an. Wir wollen los. Wohin? Holz für ein Lagerfeuer sammeln. Denn heute besucht uns Baden Powell. Der Baden Powell? Der die Pfadfinderbewegung gegründet hat? Genau der. Pfadfinder sind des Menschen Freund und schützen die Umwelt. Stimmt genau, Koffer. Das sagt Baden Powell. Und nun kommt, der Wald ruft. Uhu, der Wald ruft. Ihr zwei geht mit Tom. Und die anderen gehen in Zweier- oder auch in Dreiergruppen. Und denkt dran, wir brauchen viel trockenes Holz, damit wir Baden Powell ein besonders großes Lagerfeuer machen können. Auf geht's! Nicht hier lang gehen? Nein, da leben Füchse. Die wollen wir nicht stören. Außerdem ist da oben der Eichenwald. Da gibt es wirklich gutes Brennholz. Autsch! Oh, Entschuldigung. Oh, ist das anstrengend. Guten Tag. Guten Tag. Ihr seid bestimmt die Pfadfinder aus dem Lager im Tal. Genau, wir sind auf dem Weg zum Eichenwald, um Brennholz zu sammeln. Sieht so aus, als könnten sie auch Holz gebrauchen. Wir bringen ihnen einfach welches mit. Wirklich? Das ist aber nett von euch. Die sind ja niedlich. Nicht wahr? Leider ist heute Nacht eins verschwunden. Hoffentlich findet es wieder zurück. Fuchsspur? Donnerwetter, du lernst ja schnell Spuren lesen. Hörst du das? Das kommt vom Abhang. Das verlorene Kätzchen. Das retten wir. Andrew, sei bloß vorsichtig. Ich guck einfach nicht nach unten. Nichts passiert. Hilfe! Nicht bewegen, ich komme runter. Die Steine sind alle lose. Oh je, was machen wir denn jetzt? Mach den Eulenruf. Was? Na, unseren Zippenruf. Ach, den Zippenruf, ja. Was ist passiert? Andrew hängt da unten fest. Schnell, gebt mir eure Tücher. Ein Seil aus Halstüchern? Ob das hält? Fang auf, wir ziehen dich hoch. Das war ganz schön knapp. Und auch ziemlich leichtsinnig, Andrew. Aber das Kätzchen ist gerettet. Und danke, dass ihr mich gerettet habt. Klar, als gute Tat für heute. Doch das blieb nicht die letzte gute Tat der Pfadfinder. Sie konnten noch einigen anderen eine große Freude machen. War das ein aufregender Tag. Und was haben wir morgen vor? Ich hoffe, etwas, das nicht ganz so gefährlich ist. Baden Powell. Aber ich habe gehört, dass ihr alle gut zusammengehalten und euch und anderen geholfen habt. Und dass sich dabei auch die zwei Neuen bewährt haben. Das ist wahr. Und wie? Höchste Zeit, dass sie das Abzeichen der Eulensippe tragen. Oder? Vielen Dank. Und so wurden Andrew und der Koffer Pfadfinder. Mitglieder einer Jugendbewegung, die schon zu Baden Powells Lebzeiten unglaublich beliebt war. Kinder ernst zu nehmen und ihnen Verantwortung für sich selbst und andere zu geben, war damals noch sehr ungewöhnlich. Doch Baden Powell tat dies und seine Idee war ein voller Erfolg. Bis heute. Hey,
Zelt bauen. Feuer machen, super. Dafür braucht man aber ein Halstuch. Ja, das stimmt. So. Jetzt siehst du aus wie ein richtiger Pfadfinder. Ja. Aber Pfadfinder sind vor allem hilfsbereit, Rudi. Und tun jeden Tag eine gute Tat. Kein Problem. Wow, was ist das denn? Na, das wolltest du doch vorhin haben. Ja, vorhin. Doch, das war doch keine gute Tat. Was? Aua, was soll denn das? Eine Ledermassage. Noch eine gute Tat. Och, lass das. Naja, dann gehe ich jetzt mal raus und baue mir ein echtes Pfadfinderzelt. Ha. Und die Erdbeerkarte? So, ich mach dann mal weiter. Dann spiel ich halt alleine Memory. So, wo war denn jetzt die zweite Erdbeerkarte? Nichts für ein Zelt. Echte Pfadfinder-Zeltstangen. So. Ja. Ein schönes Zelt, das schönste von der Welt. Aber da fehlt noch was. Ja, ein Feuer. Wo war sie denn nun? Da? Oder da? Rudi? Also, ich glaube da. Mist. Da sind sie ja. Rudi, was machst du da eigentlich? Ich mache ein Eierfeuer. Wie bitte? Ein Eierfeuer. Draußen. Oh, also wirklich, was für ein Genuschel. So, also. Die da hinten war es nicht. Ja, es brennt. Super. Das Pfadfinder-Lagerfeuer. Ha! Ja, großer. Das ist jetzt aber ziemlich super groß. Nee, wie macht man das wieder kleiner? Hilfe! Hilfe! Hansja! Kann da mal jemand kommen? Das Feuer her! Wie kommst denn du hierher? Ist dir was passiert? Nein. Deine Flügel angesenkt? Nichts passiert. Da hast du noch mal Glück gehabt.
Was machst du denn hier eigentlich? Ich bin ein Pfadfinder und ich habe mir ein Zelt gebaut und dann habe ich so ein klitzekleines Feuerchen gemacht. Sag mal, du hast das Feuer hier gelegt? Ja, aber es ist von ganz alleine so groß geworden. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist nicht dein Ernst. Mein Zelt! Das ist kein Zelt, das ist mein Sperrmüll aus meinem Keller. Ein echter Pfadfinder würde nie so ein wildes Feuer legen. Ich bin aber ein echter Pfadfinder. Ich habe nämlich ein echtes Pfadfinderhalstuch. Ja, was sehe ich denn da? Das ist ja mein altes Pfadfindertuch. Ja. Her damit! Ah! Nur ein echter Pfadfinder darf so ein Pfadfindertuch tragen. Nicht so ein kleiner Brandstifter wie du. Ei! So. Jetzt wird hier auf dem Hofe nicht mehr gezündelt. Das ist viel zu gefährlich. Was ist, wenn das ganze Haus abbrennt? Das ist gemein. Gemein ist das! Wie findest du es? Ist gut geworden, oder? Ja. Was ist denn? Bist du fertig mit deinem Zelt bauen? Der blöde Dumm-Doofki hat mein Pfadfinderzelt kaputt gemacht. Ja? Warum? Weil er doof ist und ganz gemein. Aber er wird doch wohl kaum einfach nur so dein Zelt kaputt machen. Doch, und mein gelbes Halstuch hat er mir auch abgenommen. Da muss er aber sauer gewesen sein. Ja, sauer und doof und gemein. Und nur wegen so einem klitzekleinen Lagerfeuer. Dabei machen alle Pfadfinder immer ein Lagerfeuer. Hat der Koffer selbst gesagt. Was? Du hast ein Lagerfeuer gemacht? Draußen vor der Tür? Ja. Nein, vor meinem Zelt natürlich. Aber Rudi, du kannst doch da draußen kein Feuer machen. Was ist, wenn alles abbrennt und du dir wehtust? Das ganze Haus hätte abbrennen können. Och, du es ist doch gar nichts passiert. Ihr seid alle doof. Fräulein Siebenstein? Ja? Ach, Fräulein Siebenstein, habe ich vielleicht bei Ihnen vorhin meinen Schlüsselbund liegen gelassen? Nee, ich habe nichts gesehen. Ich habe auch nichts gesehen. Verflixt. Da hängen meine ganzen Schlüssel dran. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie ich in meine Wohnung komme. Warten Sie. Ich helfe Ihnen beim Suchen. Das ist sehr freundlich von Ihnen, Frau Siebenstein. Wo haben Sie ihn denn das letzte Mal gesehen? Warum? Wo sind Sie denn hingefahren? Dem blöden, dummen Doofki tät ich nie helfen. Das wäre zum Beispiel mal eine richtig gute Pfadfindertat. Ist mir doch egal. Ich will sowieso kein Pfadfinder mehr sein. Das ist doch verflixt. Vorhin wusste ich noch, wo die Erdbeerkarte liegt. Und jetzt? Da muss ich wohl systematisch vorgehen. Da außen war die Banane. Das da die Blume. Da staunst du, was? Das gilt jetzt aber nicht. Erst haust du einfach ab. Und dann finde ich einfach die Erdbeerkarte super, was? Ach was, du hattest einfach nur unverschämtes Glück. Nee, das war kein Glück. Ich bin der allersuperste Finder. Einiges habe ich schon an die Straße gestellt. Ja, da können wir. Was hast du denn jetzt schon wieder vor? Ja, was mache ich denn jetzt, Fräulein Siebenstein, ohne meinen Schlüssel? Ich kann ja nicht im Treppenhaus übernachten. Na, zur Not könnten Sie auch eine Nacht bei uns schlafen. Der Müll kann auch nicht da bleiben, der muss weg. Der zieht Ungeziefer an. Hast du das gesehen? Das muss doch eine Ratte gewesen sein. Oh, ich hoffe nicht. Da! Ist sie nicht. Oh, ich sehe sie. So eine fette Ratte. Oh. Aber nein, das ist doch Rudi. Rudi, was machst du da? Ach, der hat mir gerade noch gefehlt. Jetzt wühlt er hier im Müll. Oh. Nein.
Der Schlüssel. Du hast meinen Schlüssel gefunden. Danke. Ja, da ist er wieder. Wo hast du den denn gefunden? Danke, danke. Na da. Wo denn? Da, da habe ich auch gesucht. Mein lieber Rudi, hier habe ich was für dich. Aber du hast doch gesagt, das ist dein Halstuch. Jetzt ist es deins. Du hast es dir verdient. Und schau mal, das hier ist das Allerwichtigste. Boah. Aber jetzt bin ich ein ganz echter Pfadfinder, oder? Ja, das bist du. Und was das Lagerfeuer anbelangt, ich glaube, ich habe da noch ein paar schöne trockene Buchenscheite bei meinem Keller. Und richtige Steine für die Feuerstelle, die habe ich in meinem Garten. So, meine lieben Freunde, es ist angerichtet. Ist aber ein schönes Feuer. Viel Spaß. Ja, danke. Gute Nacht, Herr Dombrowski. Tschüss. Und? Was macht man als Pfadfinder so am Lagerfeuer? Na? Das weiß doch jeder. Dieses gelbe Halstuch hier, das steht mir gut. So was kriegen halt nur die, die mit ganz viel Mut. Ich bin treu und ritterlich. Bist du nicht? Ein Pfadfinder bin ich. Ist Mann in Not, sucht den versteckten Pfad. Da helf ich dir natürlich. Jeden Tag eine gute Tat. Auf Pfadfinder wie uns, da ist nun mal Verlass. Wir drei, wir haben immer Zeit. Egal, was passiert, wir helfen nun mal gern. Wir drei sind alle Zeit bereit. Hab ich den verloren? Drei. Jederzeit bereit. Herzlichen Dank. Ich bin immer gut gelaunt und geb nie auf. Ich bin tapfer und freundlich bin ich auch. Wenn ich am Lagerfeuer bin und meine Lieder für euch sing, oh nein, bitte nicht. Mal laut und wild und manchmal auch ganz zart. Ja, lieber zart. Naja, Siebensteinchen, eigentlich ist ja das schon eine gute Tat. Ja. Also, dass ich mal so zart singe. So pfadfinderlich. Auf Pfadfinder wie uns, da ist nun mal Verlass. Uns drei kriegt keiner jemals klein. Egal, was auch passiert. Wir helfen nun mal gern. Du sagst es. Wir zwei und unsere Siebenstein. Wir zwei und unsere Siebenstein. Koffer, hatte ich die schon? Weiß ich doch nicht. Und die da? Tja, Welchen nehme ich denn jetzt? Na? Oh, die Erdbeere. Ja, und ich weiß genau, wo die andere liegt. So? Na? Nee, eben war sie doch noch. Na, wo ist sie denn nun? Ne? Oh. Gleich hab ich sie. Rudi, kannst du mir mal schnell den Lappen geben? Jetzt nicht. Ich muss noch die zweite Erdbeere finden. Rudi, bitte schnell. Aber ich hab sie schon fast. Du kannst ihren Lappen ruhig bringen. Das ist mein ganzes Muster hin. Fräulein Siebenstein? Hallo? Fräulein Siebenstein? Hier bin ich, Herr Dombrowski. Ach ja. Ich hab da was. Da sind ein paar Sachen drin, die brauche ich nicht mehr. Ich räume gerade meinen Keller auf. Hab ich mir gedacht. Vielleicht ist das was für Sie. Sie können es ja in Ihrem Laden verkaufen. Ja, danke. Nicht der Rede wert. Was ist denn da drin? Ich gehe dann wieder runter in meinen Keller. Da steht dann noch allerhand, nicht zu glauben, was sie so alles ansammelt in seinem Leben. Na, der hat's aber eilig.
Siebenstein, mach mal auf. Da ist vielleicht was für mich drin. Pah, alles alte Sachen. Guck mal, ganz alte Schlittschuhe. Da bekommt man nicht viel für. Ein Auto! Damit hat er wahrscheinlich schon gespielt, als er noch ein kleiner Junge war. Da ist aber ein Rad ab. Tja, altersschwach. Ein Halstuch. Ein gelber Lappen. Das ist ein Pfadfinderhalstuch. Pfadfinder? Was soll denn das sein? Pfadfinder finden Pfade. Na, versteckte kleine Wege. Im Wald. Ja, aber das ist längst nicht alles. Ich bin natürlich auch ein ganz toller Finder. Und versteckte Wege, die finde ich erst recht. Guck mal. Wir wollten doch Memory spielen. Wo bist du? Rudi! Versteckter Pfad. Boah, sogar einen Tunnel habe ich gefunden. Wo bist du? Hier bin ich. Oh. Rudi? Mir ein Pfadfinder. Dann kriege ich jetzt aber auch das Tuch. Pfadfinder finden natürlich nicht nur Pfade. Wieso? Was denn noch? Erzähl mal. Also, wenn du's genau wissen willst, es ist schon eine ganze Weile her. Aber wenn ich mich recht erinnere, dann ist es so gewesen. Es war im Jahre 1909 in England, als eines der ersten großen Pfadfinderlager stattfand. Der Koffer und Andrew waren extra dafür aus der Stadt angereist. Andrews Eltern waren überzeugt, dass das Leben in freier Natur genau das Richtige für ihn sei. Nur Andrew war sich gar nicht so sicher. Das wird bestimmt aufregend. Schau nur, wir lagern direkt am Wald. Das wird nachts sicher stockduster. Guten Morgen, ihr seid also die Neuen. Herzlich willkommen in der Eulensippe. Ich bin Edward, der Sippenführer. Andrew. Und der Koffer. Ihr schlaft hier. Direkt auf dem Boden? Na klar, was denkst du denn? Ah, da kommt ja schon Tom mit deiner Tracht, Andrew. Herzlich willkommen bei den Eulen. Oh, für mich? Ja, zieh sie schnell an, wir wollen los. Wohin? Holz für ein Lagerfeuer sammeln, denn heute besucht uns Baden Powell. Der Baden Powell, der die Pfadfinderbewegung gegründet hat? Genau der. Pfadfinder sind des Menschen Freund und schützen die Umwelt. Stimmt genau, Koffer. Das sagt Baden Powell. Und nun kommt, der Wald ruft. Uhu, der Wald ruft. Ihr zwei geht mit Tom. Und die anderen gehen in Zweier- oder auch in Dreiergruppen. Und denkt dran, wir brauchen viel trockenes Holz, damit wir Baden Powell ein besonders großes Lagerfeuer machen können. Auf geht's. Nicht hier lang gehen? Nein, da leben Füchse. Die wollen wir nicht stören. Außerdem ist da oben der Eichenwald. Da gibt es wirklich gutes Brennholz. Autsch! Oh, Entschuldigung. Oh, ist das anstrengend.
Tag. Guten Tag. Ihr seid bestimmt die Pfadfinder aus dem Lager im Tal. Genau, wir sind auf dem Weg zum Eichenwald, um Brennholz zu sammeln. Sieht so aus, als könnten Sie auch Holz gebrauchen. Wir bringen Ihnen einfach welches mit. Wirklich? Das ist aber nett von euch. Die sind ja niedlich. Nicht wahr? Leider ist heute Nacht eins verschwunden. Hoffentlich findet es wieder zurück. Fuchsspur? Donnerwetter! Du lernst ja schnell Spuren lesen. Hörst du das? Das kommt vom Abhang. Das verlorene Kätzchen. Das retten wir. Andrew, sei bloß vorsichtig. Ich guck einfach nicht nach unten. Nichts passiert. Hilfe! Nicht bewegen, ich komme runter. Die Steine sind alle lose. Oh je, was machen wir denn jetzt? Mach den Eulenruf. Was? Na, unseren Zippenruf. Ach, den Zippenruf, ja. Was ist passiert? Andrew hängt da unten fest. Schnell, gebt mir eure Tücher. Ein Seil aus Halstüchern? Ob das hält? Fang auf, wir ziehen dich hoch. Das war ganz schön knapp. Und auch ziemlich leichtsinnig, Andrew. Aber das Kätzchen ist gerettet. Und danke, dass ihr mich gerettet habt. Klar, als gute Tat für heute. Doch das blieb nicht die letzte gute Tat der Pfadfinder. Sie konnten noch einigen anderen eine große Freude machen. War das ein aufregender Tag. Und was haben wir morgen vor? Ich hoffe, etwas, das nicht ganz so gefährlich ist. Baden Powell? Aber ich habe gehört, dass ihr alle gut zusammengehalten und euch und anderen geholfen habt. Und dass sich dabei auch die zwei Neuen bewährt haben. Das ist wahr. Und wie? Höchste Zeit, dass sie das Abzeichen der Eulensippe tragen, oder? Vielen Dank. Und so wurden Andrew und der Koffer Pfadfinder, Mitglieder einer Jugendbewegung, die schon zu Baden-Powells Lebzeiten unglaublich beliebt war. Kinder ernst zu nehmen und ihnen Verantwortung für sich selbst und andere zu geben, war damals noch sehr ungewöhnlich. Doch Baden-Powell tat dies und seine Idee war ein voller Erfolg. Bis heute. Zelt bauen. Feuer machen, super. Dafür braucht man aber ein Halstuch. Ja, das stimmt. So. Jetzt siehst du aus wie ein richtiger Pfadfinder. Ja. Aber Pfadfinder sind vor allem hilfsbereit, Rudi. Und tun jeden Tag eine gute Tat. Kein Problem. Wow, was ist das denn? Na, das wolltest du doch vorhin haben. Ja, vorhin. Doch, das war doch keine gute Tat. Was? Aua, was soll denn das? Eine Ledermassage. Noch eine gute Tat. Doch, lass das. Naja, dann gehe ich jetzt mal raus und baue mir ein echtes Pfadfinderzelt. Und die Erdbeerkarte? Ich mach dann mal weiter. Dann spiel ich halt alleine Memory. So, wo war denn jetzt die zweite Erdbeerkarte? Nix für ein Zelt.
super echte Pfadfinder-Fellstangen. So. Ja. Ich ein schönes Zelt, das schönste von der Welt. Aber da fehlt noch was. Ja, ein Feuer. Wo war sie denn nun? Da? Oder da? Rudi? Also, ich glaub da. Mist. Da sind sie ja. Rudi, was machst du da eigentlich? Ich mache ein Lager. Wie bitte? Ein Lager draußen. Oh, also wirklich, was für ein Genuschel. So, also. Die da hinten war's nicht. Ja, es brennt. Super. Das Pfadfinder-Lagerfeuer. Ha! Ja, großer. Das ist jetzt aber ziemlich super groß. Wie macht man das wieder kleiner? Wie kommst denn du hierher? Ist dir was passiert? Nein. Deine Flügel angesenkt? Nichts passiert. Da hast du noch mal Glück gehabt. Was machst du denn hier eigentlich? Ich bin ein Pfadfinder. Und ich habe mir ein Zelt gebaut und dann habe ich so ein klitzekleines Feuerchen gemacht. Sag mal. Du hast das Feuer hier gelegt? Ja, aber es ist von ganz alleine so groß geworden. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist nicht dein Ernst. Mein Zelt! Das ist kein Zelt, das ist mein Sperrmüll aus meinem Keller. Ein echter Pfadfinder würde nie so ein wildes Feuer legen. Ich bin aber ein echter Pfadfinder. Ich habe nämlich ein echtes Pfadfinderhalstuch. Ja, was sehe ich denn da? Das ist ja mein altes Pfadfindertuch. Ja. Her damit! Ah! Nur ein echter Pfadfinder darf so ein Pfadfindertuch tragen. Nicht so ein kleiner Brandstifter wie du. Hey! So. Jetzt wird hier auf dem Hofe nicht mehr gezündelt. Das ist viel zu gefährlich. Was ist, wenn das ganze Haus abbrennt? Ich jetzt nach vorne. Ja. Gemein. Gemein ist das! Wie findest du es? Ist gut geworden, oder? Ja. Was ist denn?